Und willkommen zurück zum Soul Silver Let's Play. Dummheit lässt ja bekanntlich grüßen. Wie ihr vielleicht selber schon bemerkt habt und geschmunzelt habt beim ersten Teil des Let's Plays, das war das einzige Schild, was ich nicht eindeutig gelesen habe. Und zwar war das ganz am Anfang, als wir das Spiel gestartet haben, war da nochmal der Hinweis, ja, es existiert ja schon ein Spielstand. Und normalerweise war das in der Vergangenheit so, dass wenn man trotz eines existierenden Spielstands ein weiteres Spiel oder ein neues Spiel gestartet hat, dass man den alten Spielstand einfach überschreiben konnte. Was hier leider nicht funktionierte. Und es stand da auch leider. Und ich habe es nicht gelesen. Also nicht wirklich gelesen. Und ja, eben stand ich hier und konnte nicht speichern, weil da ja noch ein alter Speicherplatz bestand. Und da kam der schöne Hinweis vom Spiel, gehen Sie doch zurück ins Menü und löschen Sie erst das Spiel. Was aber gleichzeitig hieß, dass mein Fortschritt von jetzt weg ist. Deswegen musste ich das Ganze jetzt nochmal neu machen. Eine Freude kommt auf. Ist soweit aber noch nicht dramatisch. Wir waren ja noch ganz am Anfang vom Spiel. Wir haben nach wie vor Endivir, ein männliches, ist schon auf Level 9, also Giftpuder. Da habe ich alle Sachen soweit nachgeholt. Ist auch vom Wesen her mutig. Und ja, deswegen wundert euch nicht, wenn euch eventuell ein paar Dinge nicht ganz anders vorkommen. Also falls jetzt noch hier irgendwo Items liegen oder so, die ich eigentlich schon aufgesammelt hatte. Ja. Ist peinlich, weil es da auch stand. Aber so ist das Leben, ne? Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück nach Neuborkia und versuchen den Fall von Professor Lind zu klären, warum er denn am Telefon so außer sich war. Und wir wissen ja auch überhaupt nicht, sozusagen, was passiert ist. Und das war doch klar. Ein böses Taub, sie greift an. Hör doch mal das Giftpuder aus. Und die geht natürlich direkt daneben. Wunderbar. So, noch ein bisschen und dann ist das Taubsi kaputt. Yes! Okay, jetzt kommen hier alle 2 Meter Gegner oder was? Noch ein Taubsi. Die ganze Toxi-Parade mal endlich irgendwie. Ich meine, es ist eine gute Trainingsmöglichkeit, aber muss ja jetzt eigentlich auch nicht sein, dass ich alle 2 Meter angegriffen werde.
So, fantastisch. Das gibt's doch nicht! Also ich glaube, ich habe hier echt ein Dauerabo von Taubsies gerade. Dankeschön. Ein Horn. Wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Oh nein, das ist sehr effektiv. Oh oh. Ui. Oh nein, mit Initiative, das ist schlecht, wenn die sinkt. Okay, ich darf jetzt aber trotzdem als erstes angreifen. Das ist ja, wir sind kurz vor der 10. Aber ich wollte gerade noch mal gucken. Ah, okay, wir können da halt immer noch nicht durch. Das ist. Warum? Ah, weil uns ein Hornli auf den Kopf gefallen ist. Fliegen kann's nicht. Der immer mit seinem Fadenschuss. So, haben wir jetzt Level 10 oder? Ja! Fantastisch. Sehr gut. Na gut, es lohnt sich ja wenigstens hier ein bisschen rumzulaufen. Oder auch nicht. Ja, nee, Kukuna, habe ich jetzt gar keinen Bock. Wetten, jetzt kommt erstmal so eine Parade Kukuna darauf hin. So als Rache. So, mit denen hatten wir, glaube ich, noch nicht geredet, ne? Pokémon können Attacken nur so oft einsetzen, wie sie Angriffspunkte AP dafür besitzen. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss es in ein Pokémon-Center gebracht werden. Wenn du das verstanden hast, solltest du dich jetzt mit allen anderen bei ein paar Pokémon-Kämpfen vergnügen. Los, Radfratz. Tackle. Was willst du? Das hier ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Ist es klar? Lass mich in Ruhe. Okay, Entschuldigung. Ah, hier ist nochmal ein Apokoko. Alle Apokoko grün. So, was ist mit dem hier? Oh, das sind doch Turbotreter da an deinen Füßen, oder? Mit denen durch die Gegend zu sausen, ist schon ein tolles Gefühl, was? Aber die lauten Geräusche deiner Schritte können dir sehr leicht andere Trainer und wilde Pokémon auf den Hals setzen. Vorsicht also. Oh, ich glaube, mit dem hatten wir schon geredet irgendwann mal. So, jetzt sind wir wieder in Rosalia City. Ich gehe mich jetzt erstmal heilen. Na? Manchmal ist es ein bisschen verbuggt. Man will so geradeaus gehen, dann geht die noch links und rechts und rechts und links. Hier, Schwester Joy, nimm alles, was ich habe.
für mein kleines NDV. Okay. So, NDV. Wie findest du denn hier alles? Endivir zuckelt gemütlich hinter dir her. Oh, es ist so süß. So, dann mal hier rein. Haben die jetzt Pokebälle vielleicht? Nein, immer noch nicht. Was? Oh, Saftladen. Oh nein, der. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du. Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich es dir eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Okay, unser erster Rivalenkampf. Eine Herausforderung von Passantjunge. Okay, er hat Feuerriegel. Natürlich. Aber nur auf Level 5, damit komme ich klar. Na super. Ja, super, das hat funktioniert. Feuerriegel ist schon irgendwie süß. Tut mir schon fast leid. Für einen Schwächling hast du ganz schön was auf dem Kasten. Oh, jetzt hat er mich aber gedisst. Und Feuerriegel wurde besiegt. Endivir erhält Erfahrungspunkte. Oh, nicht zu wenig. Spieler besiegt Passantjunge. Du hast gewonnen. Bist jetzt zufrieden? Oh, wir haben 500 Pokémon-Dollar bekommen. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, der die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Gib mir das. Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Oh, dürfen wir ihn jetzt benennen oder nicht? Dürfen wir ihn jetzt benennen oder nicht? Damals durfte man den noch benennen. Da hat er einen ganz, ganz, ganz unflätlichen Namen bekommen. Darf ich den jetzt benennen oder nicht? Das hat Nintendo wahrscheinlich entfernt, weil da eben diese ganzen unflätlichen Sachen kamen. Ah. Schade. Und ein Visor. Okay,
Ich hoffe, wenn ich mein Team aufbaue, dass ich die dann auch schnell leveln kann. Schon mit der gesprochen? Siehst du die Stufen hier? Es erfordert zwar etwas Mut, sie herunterzuspringen, aber so kannst du auf dem Weg nach Neuborkia das hohe Gras umgehen. Geredet. Tag, wie geht's deinem Pokémon-Team? Es ist schwach und nicht bereit zu kämpfen. Machst du besser einen großen Bogen ums Gras? Ja, das wissen wir doch. Dann. Und schon wieder ein Taubsee. Und tschüss. So, was passiert? Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Okay, jetzt wissen wir natürlich, was auch abgelaufen ist. Und die erste Regel, die es in einem solchen Fall zu beachten gilt, lautet: Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Ein Moment mal, dieses Mädchen ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerrotem Haar dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Und du sagst, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Dann deutet alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Und kennst du auch den Namen dieses Jungen? Ja! Ja! Ja, wir dürfen ihn benennen! Wir dürfen ihn benennen! Ja! Es ist ein Fest, eine wahre Freude. Und ich darf wahrscheinlich, um nicht gesperrt zu werden, nicht die Namen nehmen, die ich sonst immer nehme. Deswegen wandle ich es ein bisschen ab. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, wie ich ihn sonst genannt habe. So. Mein Guter. So. Hübschen Namen hattest du da auf deinem Pass. Aha, Smarsch heißt er also. Habe ich dich richtig verstanden? Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann lautet mein Auftrag von nun an, den Jungen mit den roten Haaren namens Smarsch aufzuspüren. Auf geht's! Super Officer, der läuft da ja immer noch rum. Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht wahr, Chi? In Ordnung, dann bis später mal. Ich überlege gerade. Ich glaube, der
der mit dem anderen Geschlecht kam nicht als Freund vor. Damals. Im ersten Gold und Silber. Da gab's nur den Rivalen. Oh, Chi. Hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du mir nicht, was es mit Mr. Pokémons großem Fund auf sich hatte? Okay, sein Labor ist gerade ausgeraubt worden. Da läuft ein 13-jähriger Pubertierender mit roten Haaren namens Marsh mit einem Vollriegel rum, der mir ja eben noch entgegengelaufen ist, und der hat nichts anderes zu tun, als zu fragen, wie es um den Fund steht. Ja, wir geben ihm dann das Rätselei. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht mir ganz nach einem Ei aus. Ja, was ein Rätselei so halt an sich hat. Er hat natürlich recht, diese Art Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch aus den Socken haut. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon einmal hier haben, wollen wir doch auch mal sehen, welche Geheimnisse es birgt. Dann also mal los. Ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir einen Codex gegeben? Ist das echt wahr, Chi? Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers erkennen zu können. Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn du dich mal an den verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Region versuchst? Und dann, wenn du dir die Orden aller Arenen erkämpft hast, warten die Pokémon-Liga und der Titel des Champs auf dich. Aber werde nicht übermütig. Es bis zum Champ zu bringen, ist alles andere als leicht. Fürs Erste solltest du dich an der Arena von Viola City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. In Ordnung, Chi. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, so sollst du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Wir haben ein schrecklich lautes Geräusch von draußen gehört. Doch während wir mit dem Professor nach dem Rechten gesehen haben, hat irgendjemand ein Pokémon gestohlen. Ich frage mich, wie es dem gestohlenen Pokémon jetzt wohl geht. Man sagt, aus einem Pokémon, das von einem bösen Menschen trainiert wird, wird auch mal ein böses Pokémon. Naja, ich habe Vollriegel K.O. geschlagen und er müsste ja in irgendeinem Supermarkt Tränke kaufen oder in einem Krankenhaus behandelt werden. Ich weiß nicht, warum die Polizei da so nachlässig ist. Aber na gut. Dann gehen wir nochmal zu Mutti. Ah, ich glaube, wir haben ja umgewohnt, ne? Ja, richtig. So, so. Du möchtest also auf ein Abenteuer gehen. In Ordnung. Du hast natürlich meine volle Unterstützung. Ja, nie wieder Schule. Lass dich mal überlegen, was ich für dich tun kann. Ah, da fällt mir ein bisschen was ein. Aber ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen und für dich sparen. Du hast eine lange Reise vor dir, da achtest du besser auf deine Finanzen.
Na, was hältst du von einem Sparplan? Bist du einverstanden? Gut, das machen wir. Das ist eine gute Sache, bevor ich alles für eine gemischte Tüte beim Kiosk ausgebe. Okay, du kannst auf mich zählen. Aber pass mir gut auf dich auf, ja? Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Also dann, schöne Reise. Weg mit dir aus diesem Haus. Freedom für immer. Jetzt kann ich mir hier so viele Kerle einladen, wie ich nur möchte. Gut, dann verabschiede ich mich hier noch von meinem besten Freund, wenn der noch hier ist. Aber nicht von dem blöden Vater, der wollte mein Indivia nicht mal sehen. Oh, er ist nicht mal hier. Gut. Vielleicht wartet er ja irgendwo auf mich. So, vielleicht muss ich nochmal mit dem Professor reden. Ich weiß nicht, ob der mir schon Pokébälle gibt. Gib nicht auf. Ich melde mich bei dir, sobald ich etwas über dieses Ei herausgefunden habe. Nein, der gibt mir keine Bälle. Gut. Dann halt nicht. Oh, da bist du ja. Chi. Mit Hilfe von Pokébällen kann man wilde Pokémon einfangen. Komm doch mal eben mit. Ah, er gibt uns die. Ein Ratzbatz. Okay, der Computer steuert das jetzt. Ich kann nichts machen. Der ist aber sehr langsam. Ja, ich weiß. Oh, der hat 20 Pokébälle. Das ist aber... Hat aber ordentlich hier Pokémoni ausgegeben. Okay, er hat jetzt das Radfratz gefangen und wir nicht. So, ungefähr funktioniert das. Wenn du deinen Gegner vorher noch mehr schwächst oder ihn in den Schlaf versetzt, wird es noch leichter, ihn zu fangen. Ansonsten experimentierst du am besten einfach selbst ein bisschen herum. Hier, das ist für dich. Viel Erfolg. Yes, wir haben Pokébälle erhalten. Man sieht sich. Ja, nice. Wir haben jetzt Pokébälle. Ich guck mal, wie viele wir haben. 5. Na, okay, gut. Sollte reichen. Ein Visor, das kommt mir doch ganz recht. Ich habe Angst, wenn ich angreife, dass ich es dann direkt kaputt mache. Na, ich versuch's mal. Wenn es dann kaputt geht, tut's mir leid. Weil sonst kann ich ewig auf das Gift warten. Stopp! Nee, das war nix. Auch einfach den Ball werfen sollen. Meistens funktioniert das ja. Egal. Nächste Chance. Ja, noch ein Visor. Alles klar. Alles gut.
Ja, ich versuch's mal. Yes. Wir haben ein Visor gefangen. Für Visor wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Visor, ein Speer. 80 cm groß und 6 Kilo schwer. Er stellt sich auf den Schweif, um weiter zu blicken. Erspäht es einen Feind, schreit es laut auf. Typ normal. Nein, ich möchte dem keinen Spitznamen geben. Aber es ist jetzt in meinem Team, ne? So. Es ist ein pfiffiges Visor, das sehr pedantisch ist. Okay. So, es kann Kratzer. Huch, nee. Kratzer und Gesichter. Und hat die Fähigkeit Adlerauge. Verhindert Verlust der Genauigkeit. Das ist eine verdammt gute Fähigkeit. Was ist Gesichter? Geist-Pokémon können mit jeder Attacke angegriffen werden. Ah. Okay, Kratzer ist, glaube ich, selbsterklärend. Gut. So, dann gehe ich jetzt hier erstmal aus dem Gebüsch raus. Und, ach ja, stimmt. Sollte, habe ich noch ein Gegengift? Ja. So, wieso? Oh, das Wieso ist jetzt hinter mir. Nein, wie cute. Wieso pickt beharrlich auf dem Boden herum. Charmant. So, dann würde ich sagen, waren wir ziemlich erfolgreich in diesem Part. Und ich bin sehr gespannt, was uns auf unserer Reise noch so alles begegnen wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.